Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und heute zum Bonus-Content Sonntag. Ja, manchmal ganz selten irgendwann haue ich immer ein Video am Sonntag raus und das ist dann meistens ein Video, wo es nicht um LOL geht und auch heute geht es dann eher weniger um LOL, sondern um, ja, man kann es im Titel quasi lesen. Ich habe ja vor kurzer Zeit erst ein Donation-Goal gehabt und zwar habe ich da Geld gesammelt für ein Tier, was ich mir kaufen möchte und ja, ich habe sehr viel, alle haben immer spekuliert, weil ich habe nie gesagt, was wird. Ich habe so ein paar Tipps gegeben, aber es gab auch tatsächlich ganz wenige, die im Chat draufgekommen sind, aber ich habe es einfach gekonnt ignoriert. Das waren aber wirklich die allerwenigsten. Ich denke, mit dem Tier, was ich mir heute vorstellen werde, wird so gut wie niemand rechnen, außer die, die es halt schon gesagt haben. Ja, ansonsten, eigentlich hatte ich vor, es euch gar nicht vorzustellen, beziehungsweise erst dann, wenn es wirklich klappt, ja, weil es ist was Exotisches. Es kann sein, dass es nicht so gut klappt, wie ich es mir vorstelle. Also ich hoffe natürlich, dass es das Beste wird. Aber so tropische Geschichten sind natürlich immer absolut, ja, schwierig. Und deswegen hatte ich gedacht, okay, ich warte erst ein bisschen, bis es vielleicht gut klappt, bevor ich hier sage, Leute, hier, geil, und danach klappt es nicht. Aber, ja, es wird tatsächlich ein Unboxing sein. Und jetzt werde ich fragen, Unboxing, okay. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist hier drin. Da drin ist es, das ist mit der Post gekommen. Bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, hey, mit der Post, wir TQL rein und so. Leute, also, ja, wartet erstmal ab, bis ihr seht, was drin ist, weil die da verschickt werden, die Tiere, das ist wirklich absolut gar kein Stress. Ja, und ich würde sagen, ich mach's jetzt einfach mal auf. Müsste ich mal hier schauen. Ich habe hier extra so ein... Ah, klappt das? Ah, das klappt nicht so gut. Ja, doch, das klappt. Sehr gut, ne? Ich freue mich schon drauf, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, bevor ich jetzt gar noch... Nee, wir müssen noch mal ganz kurz warten. Nee, okay, wir machen's auf. So, ich hab selber halt noch nicht, noch nichts irgendwie reingeguckt, gar nichts gemacht, ne? Das ist schon... Wo ist denn das hier? Ach, hier hinten ist das. Ach, da. So, dann gucken wir mal. Eine Message in LOL. Hier, meine Freunde. Hier, meine Freunde. Oh mein Gott. Sind die dann verpackt? Die? Oh mein Gott, ist das der Plural? Also ein bisschen spannend ist ja schon. Also zumindest für mich, ne? Für mich auf jeden Fall. Ich will jetzt aber auch nicht die hier rumwirbeln, deswegen halten wir es einfach mal fest. Oh, da. Ja, meine Freunde, ihr werdet euch jetzt denken, was ist hier drin? Hier drin sind, ich zeig's euch mal, passt auf. Ja, jetzt stehen wahrscheinlich 30.141.012.000 Kubikmeter viele Fragen hier in diesem Raum und diese möchte ich euch gerne mit diesem Video beantworten. Fangen wir einfach ganz vorne an. Was ist es? Ja, ich denke mal, die meisten haben es erkannt. Es sind Ameisen, ja. Das heißt, wir haben hier eine Königin und zwei Arbeiterinnen. Und es handelt sich hierbei allerdings nicht um irgendwelche Ameisen, wie ihr sie draußen im Garten finden könnt, sondern, ja, diese Ameise war mehrere hundert Euro teuer. Es handelt sich hier um eine exotische, tropische Ameise, die aus Südamerika, aus dem Regenwald kommt. Und zwar um eine Neoponera apicalis-Kolonie. Das wird den meisten von euch nichts sagen, einigen allerdings tatsächlich schon. Und diese Ameise gehört zu den Ponerien, also den Urameisen. Einfach beschrieben sind Urameisen bzw. Ponerien Ameisen, die halb Wespe sind und halb Ameise. Beziehungsweise diese Ameisen können stechen. Ja, das heißt, die meisten Ameisen, die ihr draußen im Garten findet, diese kleinen schwarzen etc., die können nicht stechen, auch wenn das vielleicht meint, wenn man von denen angegriffen wird, die beißen dann nur. Gibt auch Ameisen, die haben verschiedene Abwehrmechanismen, aber die meisten tun tatsächlich nicht stechen, diese hier schon. Während ich euch jetzt erzähle, warum es genau Ameisen geworden sind und was damit alles zusammenhängt, werde ich euch im Hintergrund einige Videos von anderen Ameisen-YouTubern, hier zum Beispiel Insektenprofi, ja reinmachen. Da könnt ihr so ein bisschen sehen, was das Ganze bedeutet, was für ein Ausmaß dahinter steckt. Denn meinen Ameisen möchte ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe gönnen und außerdem habe ich keine gute Linse, um das nahe filmen zu können. Ja, im Prinzip, warum denn Ameisen? Grundsätzlich muss man erstmal sagen, ich habe schon Ameisen. Das heißt, ich habe schon eine Lignipaerus barbaricus und eine Messer barbarus Kolonie für die Leute, die jetzt was sagt. Das sind mehr oder weniger einheimische Ameisen. Die Ameise, die ich euch gerade vorgestellt habe, ist halt, wie gesagt, eine exotische, kommt aus dem Regenwald und hat dementsprechend doch mehr Anforderungen an das Ganze. Aber gehen wir aufs Thema erstmal zurück. Warum Ameisen? Die meisten von euch wissen ja, dass ich ein kleiner Strategiefreak bin. Das heißt, ich liebe Strategiespiele, ich liebe Aufbauspiele und daher kommt das Ganze vielleicht so
ein bisschen. Jetzt nicht nur, und ich betrachte das Ganze auch nicht als ein Spiel, aber das Interesse wurde eventuell dadurch geweckt. Denn Ameisen, ja, bilden einen Staat. Das heißt, sie haben auch verschiedene Berufe. Es gibt Ameisen, die sind für die Jagd da. Das heißt, sie holen Nahrung ran. Es gibt welche, die jagen Insekten. Dann gibt es welche, die extra sowas wie Wasser ranholen oder auch natürlich sowas wie Zucker aus Honig etc. Dann gibt es welche, die sich einfach nur ums Erkunden kümmern, um die Sicherheit. Es gibt welche, die sich mehr oder weniger um die Brut kümmern, um die Königin. Und so hat jede Ameise in diesem Superorganismus irgendwo ihre eigene Aufgabe. Und auch hier werden verschiedene, ja man kann sagen, jetzt mal übertrieben, Gebäude errichtet. Ja, das heißt, Ameisen bauen zum Beispiel eine Müllhalde. Ja, so eine Müllhalde baut man natürlich nicht, aber sie legen einen Platz an, wo sie ihr Müll hinbringen, so wie wir Menschen das mehr oder weniger machen, und schmeißen nicht einfach ihr Dreck in ihr eigenes Nest oder sowas. Außerdem gibt es natürlich Ameisenstraßen, das sind jetzt nicht Straßen, wie wir es kennen, das heißt, ja, mit Steinen etc., sondern sie machen das natürlich mit verschiedenen Düften etc. Aber auch hier und da wird mal aus Stein vielleicht ein Eingang gemacht, vielleicht ein Eingang zugemacht oder Steine rumgetragen und gemacht. Also es gibt da wirklich verschiedene Kammern auch in dem Nest, wo sie jetzt gerade halt eben drin sind. Das heißt, es gibt einige Ameisen, die graben sich natürlich in Holz ein, einige in Sand, dann gibt es welche in Beton und andere kriechen einfach in irgendwelche Ritzen rein. Die kriechen da nicht einfach nur rein, sondern die legen halt wirklich Kammern an. Das heißt, die Mesobarbarus-Kolonie, die ich habe, das sind, ja, Ameisen, die sich von Körnern ernähren. Das heißt, die backen eine Art Brot daraus tatsächlich, das klingt schon mal crazy. Und sie legen eine eigene Kornkammer an, in der auch verschiedene, ja, Temperaturen vorhanden sein müssen und Feuchtigkeit etc. Dann haben sie eigene Kammern für ihre Brut. Es gibt ja quasi Eier, es gibt dann Larven und Puppen, diese drei Stadien quasi, also mehr oder weniger wie bei Safcon und Hornly und diesem ganzen Zeug der Pokémon, kennt ihr schon, wisst ihr, ne, Bescheid. Wie läuft die Ameisenhaltung ungefähr ab? Im Prinzip gibt es hier zwei große Bereiche. Das eine ist das Nest, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was für Ameisen ihr habt und wie ihr euch selbst da verwirklichen wollt. Ja, das heißt, es gibt Betonnester, es gibt halt Holznester etc. Meistens werden Betonnester genommen. Und da drin werden die Ameisen quasi einziehen und sich unterirdisch mehr oder weniger zurückziehen und ihre Brut aufziehen, sich vermehren etc. Und dann gibt es den Auslaufbereich, eine sogenannte Arena, in der sie dann aktiv jagen gehen. Das soll quasi die Oberfläche simulieren und hier finden sie ihre Nahrung, hier finden sie zu trinken und so weiter und so fort. Man fängt meistens mit nur einer Königin an oder ab und zu noch ganz wenigen Arbeitern dabei, so wie bei mir jetzt. Und diese Kolonie wird sich dann im Laufe, je nachdem, wenn es halt gut klappt, weiterentwickeln und es werden immer mehr Arbeiterinnen ausgebildet. Bei dieser Ameisenart ist das jetzt gar nicht ganz so wild, das heißt, die ist relativ groß und entwickelt sich auch relativ langsam. Bedeutet, das werden vielleicht so 100 Tiere, vielleicht auch so 200 in diesem Bereich auf jeden Fall. Während es andere Ameisen gibt, zum Beispiel Blattschneiderameisen, werden ja die meisten von euch kennen, die wirklich zu 10, 20, 30, 40, 50.000 da irgendwo rumrennen im Dschungel. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Größenordnung. Es gibt extrem viele wissenswerte Fakten zu Ameisen, die ich mir natürlich alle schon reingezogen habe. Und das finde ich einfach super spannend. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Sozialmangel. Bei diesen Ameisen ist das jetzt speziell nicht die, die ich gekauft habe. Aber die meisten Ameisen haben das tatsächlich. Und dieser Sozialmangel ist dafür da, dass eine Ameise rausgehen kann. Sie kann dann irgendwo zum Beispiel Honigwasser oder was auch immer aufsaugen. Und das zieht sie in ihren Körper auf und speichert es dort. Und dann kann sie zurück ins Nest gehen und ihre Ameisen-Kolleginnen damit füttern oder halt ihre Larven etc. Und das ist der Sozialmagen und das sieht dann immer so aus, als würden die Ameisen sich gegenseitig küssen. Und ich finde, das ist einfach wirklich eine interessante Sache, die man wahrscheinlich als Non-Ameisen-Profi, also so Leute wie ihr, noch nie gehört habt. Ein weiterer Punkt, warum es die Ameise geworden ist, ist die Haltung. Ja, über sowas sollte man sich immer im Vornherein Gedanken machen und das machen viele leider nicht, ja. Ich habe letztens auch gesehen, dass sich da jemand ein Krokodil gekauft hat, im Fernsehen war es irgendwo, und das war nach 10 Jahren so groß, dass die ganze Garage voll mit dem Krokodil war und das musste einfach irgendwann abgeholt werden, ne. Das heißt, man sollte sich vorher Gedanken machen, hat man Geld dafür, hat man Platz dafür, hat man Zeit dafür etc., dann kaufst du den Hund. Ja, und keiner will mit dem Gassi gehen und frisst seine Haare vom Kopf. Natürlich hat ein Hund auch andere Vorteile, lassen wir hier an dieser Stelle aber erstmal aus. Die Ameise. Klar, die Anschaffung kostet erstmal so ein bisschen, beziehungsweise die Ameise selbst nicht, die kostet meist nur 10, 20 Euro, wenn es nicht so was Exotisches ist wie bei mir. Aber natürlich das Becken etc. muss man alles erstmal kaufen und ne, kann man auch sehr, sehr billig selber bauen, aber lassen wir das mal hier weg. Die Ameise zum Unterhalt, ja, was will die denn eigentlich? Die will ab und zu so ein bisschen Honig, ein bisschen Zucker vielleicht und das ein oder andere Insekt, das habe ich hier und damit ist die Ameise komplett zufrieden. Natürlich, die ein oder anderen Arten brauchen es ein bisschen wärmer, das heißt ein bisschen Strom. Vielleicht dann auch Luftfeuchtigkeit über Beregnungsanlagen etc. Aber das ist absolut kostengünstig und auch absolut zeitunintensiv, sage ich einfach mal. Die Ameisen machen komplett ihr eigenes Ding. Ja, man muss die nicht streicheln, sollte man auch definitiv nicht, vor allem diese Art nicht. Die machen einfach ihr eigenes Ding.
Man kann denen dabei zuschauen und muss sich ab und zu so ein bisschen halt, wie gesagt, um das Essen und Sauberkeit etc. kümmern. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass du da irgendwie richtig, richtig viel Zeit reinstecken musst. Und das ist, was ich sehr, sehr mag, denn ich möchte jetzt kein Tier, wo ich mich 24 Stunden drum kümmern muss, sondern einfach nur etwas, was ich ab und zu so ein bisschen nebenbei genießen und mich ein bisschen drum kümmern kann, sodass ich hier eine kleine Tätigkeit für nebenbei habe. Rein theoretisch könnte man sich Ameisen wirklich ins Büro auf der Arbeit stellen und die können dann ihr Ding da durchziehen, während du ebenfalls potenziell auch am Arbeiten bist. Einige von euch denken wahrscheinlich immer noch, dass ich einer der einzigen bin, der sich eine Ameise gekauft hat, aber das ist tatsächlich gar nicht die Wahrheit. Es gibt sogar sehr, sehr viele YouTuber, die Videos über Ameisen machen. Es gibt auch den Kanal Ants Canada, den kann ich einfach mal empfehlen für die Leute, die wirklich Lust haben, sich mit sowas mal zu beschäftigen, denn der Typ hat sein ganzes Zimmer voll mit Ameisen und ich denke, es gibt auch mehrere Leute, die Ameisen halten, aber die werden euch halt nicht direkt sagen, hey, ich halte Ameisen. Das ist wahrscheinlich etwas, was man sich so ein bisschen vielleicht outen muss, ja. Ist halt nicht so was Gewöhnliches wie ein Hund oder so. Mit der Ameise, die ich hier in diesem Video bekommen habe, werde ich so vorgehen, dass sie erstmal in ein Aufzuchtbecken geht. Das heißt, das ist absolut spartanisch eingerichtet. Da ist eine Luftfeuchtigkeit von 70-80%. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch die entsprechende Wärme, das sind so, ja, irgendwo so um die 30 Grad. Und mehr ist da mehr oder weniger nicht drin. Das heißt, ich werde erstmal schauen, wie diese Ameise sich entwickelt und damit sie ein bisschen größer wird. Ameisen brauchen wirklich nicht viel Platz. Ja, man denkt immer, man müsste denen sofort so ein großes Terrarium geben. Die sind meistens wirklich in einem absolut kleinen Erdloch erstmal zufrieden, bis sie eine gewisse Größe haben. Also eine gewisse Menge an Ameisen. Und sollte das wirklich klappen, vielleicht werde ich dann, wenn ihr Lust habt, das ein oder andere Update-Video auch dazu zu machen, da könnt ihr mir gerne eure Meinung reindroppen. Werde ich dann, und das ist wirklich ein Wunsch von mir, darauf freue ich mich wirklich krass, falls das klappt, ein relativ großes Terrarium, so komplett tryhard, tropisch einrichten. Na, mit Beregnungsanlage oder Benebelungsanlage, wie auch immer, muss ich gucken, was ich da genau möchte. Tropischen Pflanzen und wirklich schön eingerichtet, damit sich die Ameisen da auch absolut wohlfühlen. Das ist zumindest mein Wunsch. Bis dahin müssen die allerdings erstmal ein bisschen wachsen. Ihr habt ja gesehen, da sind bereits ja ein paar Puppen drin, aus denen kommen dann weitere Ameisen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir echt gerne droppen, das würde mich absolut freuen, ob ihr sowas nochmal gerne sehen möchtet, ein Update-Video, oder ob ihr sagt, nee, hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, haut da rein, seht dazu, auf Wiedersehen und tschüss.